Boah, richtig nervig. Richtig nervig. Bin erkältet. Und ständiges. Ständiges schmerzhaften Husten. Meine Bronchitis. Das will man loshaben und die meisten rennen dann zum Arzt. Aber eine Pelargonienart verspricht sofortige Heilung ohne lästigen Arztbesuch. Hey, guten Morgen, du Lebensoptimierer. Bronchitis. Zwei essentielle Fakten direkt am Anfang. Erstens, Bronchitis wird fast immer durch Viren verursacht. Da helfen keine Antibiotika. Wenn der Arzt schon keine Ahnung hat und dir Antibiotika verschreibt, und ja, das passiert in Deutschland täglich, dann bitte achte selber darauf, bei einer Bronchitis, die Viren verursacht ist, keine Antibiotika zu nehmen. Was im Endeffekt auch für alle anderen Krankheiten gilt, die Viren verursacht sind. Antibiotika helfen nicht bei Viren. Zweitens, Bronchitis ist nicht gleich Lungenentzündung und entsprechend keine Panik, keine Panik. Man kann es auch ganz gut unterscheiden. Bronchitis beginnt mit einem trockenen Husten, der dann in einen feuchten Husten übergeht, der gut portioniert und sauber den Schleim abtransportiert. Das ist eine Bronchitis. Dazu treten oft grippeähnliche Symptome auf. Siehe dazu auch mein Grippevideo von vor ungefähr 8 Wochen. Das Husten bei einer Lungenentzündung hingegen ist eher durchweg unsauber schleimig und auch so eine schnellere Atmung und Herzrasen, das sind typische Symptome für eine Lungenentzündung, die bei einer Bronchitis eben typischerweise nicht auftreten. Lungenentzündung bitte sofort zum Arzt. Gut, das war wichtig. Auf zur Pelargonie. Genau gesagt, der Heilpelargonie. Das neue Wundermittel am Bronchitis-Markt. Warum? Es gab eine Studie, die ich dir selbstverständlich unten auch verlinkt habe, wo man Erwachsene, die eine akute Bronchitis haben, mit dem Pelargonium siduidis, so der lateinische Fachbegriff, behandelt hat. Während normalerweise bei einer Bronchitis sich nur 47 von 1000 erwachsenen Menschen innerhalb von 7 Tagen vollständig erholen, 47 von 1000 waren es nach der Behandlung mit Pelargonia siduidis 59 bis 371 Menschen. Also bis zu 7-mal so viel. Der Unterschied zwischen 59 und 371 entsteht durch die Verabreichungsform. Ganz wichtig, aber dazu kommen wir noch, gerade dann, wenn du auch dieses Wundermittel für deine pflanzliche Hausapotheke kaufen willst. Es ist ganz, ganz wichtig, auch die Form korrekt zu sich zu nehmen. Kommen wir gleich dazu. Aber du kannst es auch selber herstellen, du musst es nicht kaufen. Ich gebe dir auch noch ein Rezept, kommen wir noch dazu. Lass mal so. Bei Kindern war der Effekt, dass statt 29, die normalerweise innerhalb von 7 Tagen vollständig genesen, 126 bis 206 genesen, vollständig genesen, ebenfalls bis zu 7-mal schneller. Nur durch die Einnahme eines Auszugs der Wurzel dieser Pflanze. Nachdem diese erstaunlichen Effekte beobachtet worden sind, hat man direkt noch weitere Tests gemacht. Man hat ein neues Wundermittel herausgefunden. Nasennebenhöhlenentzündung. Egal, keine Bronchitis, aber wir geben einfach mal diesen Wurzelauszug. Normalerweise erwartete man, dass 96 von 1000 Menschen nach 21 Tagen komplett symptomfrei sind. 96. Wenn man sie nicht behandelt. Behandelt man diese aber, sind nicht 96 symptomfrei, sondern dank Pelargonia siduidis 611. Also auch wieder fast die magische 7-fache schnellere Genesung, auch bei Nasennebenhöhlenentzündung. Nur ein Auszug einer Pflanze, kein Medikament. Faszinierend. Man hat dann vor lauter Begeisterung den ganz großen Hammer rausgeholt und direkt alle Erkältungssymptome untersucht. Dort musste man die Grenze dieser Wunderpflanze erkennen. Und man kann also nicht sagen, dass die Pflanze direkt alle Erkältungssymptome schnell beseitigt und auch 7-fach
besser ist als jedes Medikament oder jedes andere Hausmittel. Leider wird das doch von einigen Herstellern suggestiv vermittelt. Das kann ich euch sagen, das geben die Studien nicht her. Bronchitis ja, Nasennebenhöhlenentzündung ja. Aber schade drum, die Übertreibung ist gar nicht notwendig, weil es eben für Bronchitis sogar ein offiziell anerkanntes Arzneimittel ist. Also dieses offiziell anerkanntes Arzneimittel ist nicht irgendwie so Nahrungsergänzungsmittel oder so. Und da ist nichts Chemie, das ist reine Pflanzenpower. So deutlich sind die Ergebnisse. Auch Stiftung Warentest hat sich mit dieser Wunderpflanze beschäftigt. Eventuell kennst du die Werbung, die immer mal so im Radio dudelt. Umkaloabo. Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut. Dieses Umkaloabo, wie die, das denn heißt, das ist nichts anderes als der Auszug dieser Wurzel. Die Wirksamkeit des Pelargonium-Extrakt, das bestätigt auch die Stiftung Warentest, die war so überzeugend und so eklatant, dass die Untersuchung, die den Nutzen für ein Pelargonium zutage fördern sollte, sogar wegen Überlegenheit der Pelargonium-Behandlung vorzeitig beendet wurde. Es war einfach, waren keine Fragen mehr offen. Das ist nicht irgendwie, ja, es könnte ein bisschen helfen. Immer auf Bronchitis bezogen, versteht sich. Immer auf Bronchitis bezogen. Ihr müsst also nicht dieses Umkaloabo kaufen. Ist auch wieder nur eine Markenbezeichnung. Ne? Ihr könnt auch Umka kaufen, Kaloba oder Zucol. Da gibt es ganz verschiedene Begriffe. Denn das Zeug gibt es schon seit Ewigkeiten auf dem Markt. Ne? Diese Pflanze und eben dieses Extrakt. Nur wurde es früher gegen Tuberkulose entwickelt. Bis es eben zu dieser aufsehenerregenden Studie, die ich dir unten verlinkt habe, gekommen ist. Wichtig, da habe ich dir auch mal ein entsprechend gutes Produkt unten verlinkt. Aber wie gesagt, du kannst es auch selber machen. Kommen wir dazu. Ist es, dass es ein flüssiger Auszug ist. Ein flüssiger Auszug. Denn, und dann kommen wir zu den Unterschieden in den Zahlen, die ich oben genannt habe, wenn es um die Darreichungsform geht. Wenn man Tabletten mit demselben Wirkstoff genommen hat, waren die Wirkungen immer drastisch schlechter. Also lass dir keine Tabletten andrehen, sondern nutze immer nur den Auszug. Immer nur den Auszug. Ich habe den unten verlinkt. Und man muss ihn, wie gesagt, nicht mal kaufen, sondern man kann ihn direkt auch selber ansetzen, so einen Auszug. Denn die Samen der Pflanze, die ist frei verkäuflich in Deutschland. Auch das, die Samen habe ich dir unten verlinkt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, dir hier exklusiv in Deutschland eine Pflege- und Anzuchtanleitung für diese Pflanze mit an die Hand zu geben. Das gibt es, glaube ich, bei YouTube noch gar nicht, dass man sich Umkaloabo oder... Verzeiht mir, dass ich den Namen nicht aussprechen kann. Unaussprechlich, aber unaussprechlich gut oder was auch immer. Möchte ich gerne hier zum Besten geben. Habe in Kräuterforen recherchiert und ja, hier gibt es jetzt die Anzuchtanleitung. Einen Link für den Samen gibt es unten in der Infobox. Also die Pflanze ist eine ausdauernde Pflanze. Das bedeutet, du kannst sie einmal pflanzen und du kannst ewig die Pflanze benutzen und sie kann dir ewig Freude schenken. Sie kann wunderbar als Zimmerpflanze gehalten werden, hast überhaupt kein Problem damit, musst keinen Garten haben. Sie braucht trockenes bis mittelfeuchtes Bodenmilieu, also nicht totgießen, wie die meisten da so machen am Anfang. Die wird sogar so 40 cm hoch und verträgt sogar schattige Plätze in der Wohnung. Wahnsinn! Es ist ultra leicht ziehbar und total anspruchslos. Da man aber die Wurzel benutzt, da ist es schon wichtig, wie man sie vermehrt, weil wenn man die Pflanze dann die Wurzel nimmt, ist die Pflanze natürlich tot. Das heißt, wir müssen die Pflanze vermehren in der Wohnung, kein Problem. Das passiert durch Stecklinge. Ganz kurz, wie es geht, eigentlich einfach. Man nimmt einfach einige, also 5 bis 10 cm lange Seitentriebe, aber die sollen noch keine Blüten und auch noch keine Knospen haben. Einfach nur so Seitentriebe und schneidet diese unter einem Blattknoten ab. Dann werden alle Blätter außer den obersten beiden entfernt. Und dann diesen Stängel mit den zwei oben mit den Blättern ca. 2 bis 3 cm tief in frische Anzuchterde einpflanzen, feucht, und an einen hellen Ort, aber nicht direkt in die Sonne stellen. Und dann wächst die nächste Pflanze und so weiter. Und so kann man das immer wieder machen. Hat man einmal, das ist genau wie bei Weizengras, das alles so am Laufen. Dann hat man immer genug Pelargonia siduidis, um Freunde und Familie damit bei Bronchitis und Nasennebenhöhlenentzündung zu beliefern und zu versorgen. So schön, wenn sich da jeder auf eine Pflanze spezialisieren würde. Das wäre so, wäre einfach traumhaft. Wie man einen Auszug herstellt aus dieser Wurzel, habe ich ja auch schon in einem anderen Video gezeigt.
Aber um das Video wirklich mal komplett zu gestalten, auch das nochmal. Das ist wirklich das Pelagonia, das Umkalabua-Video schlechthin. Also, wie macht man einen Auszug? Die Pflanzenteile, also hier in dem Fall die Wurzel, die wird in kleine Teile zerschnitten. Und dann tut man diese in einfach einer alkoholischen Lösung für eine Woche in einem dunklen Glas stehen lassen. Und danach sind die Inhaltsstoffe quasi in dem Alkohol und das siebt man dann ab. Und dann hat man den Auszug. Viel Freude beim Nutzen dieser Informationen hin zu einem natürlicheren Leben im Einklang mit der Umwelt. Auch in Zeiten der Krankheit. Ich würde mich über einen Daumen und das Teilen dieses Videos sehr, sehr freuen, um dass mehr Menschen davon profitieren können. Jetzt gebe ich noch dir die Wahl zwischen einem Video über das Universalpulver Natron, ultra billig, ultra vielseitig auf der einen Seite und das Video zum Unterschied zwischen Viren und Bakterien. Ja, alles Liebe, dein Samu. Wir sehen uns im nächsten Video.